Ich habe das schon 1 Million Mal gesehen, wenn man mit schlechten Polizisten zu tun hat. Nicht alle sind so, aber sie versuchen sie zu instrumentalisieren. Viele Polizisten widersetzen sich dem aber. Wenn du Angst vor Leuten von der Regierung hast, ist das Nahrung für sie. Sie steigern sich dann noch mehr in Sachen rein und werden noch verrückter. Aber wenn du aufrichtig lachst, völlig ohne Angst zu haben, oder wenn du mit ihnen redest wie mit Kindern, dann ziehen sie den Schwanz ein. Sie wissen nicht, was sie dann tun sollen. Denn sie sind in einem gewissen Modus, auch die, die von gar nichts eine Ahnung haben. Sie sind einfach nur die Persönlichkeitstypen, die die Autoritäten gerne rekrutieren. Sie sind Computerprogramme. Sie sind Software. Und ein Computerprogramm reagiert auf Programmierung. Die Programmierung ist dann also, ich habe eine Uniform, die Menschen sind von mir eingeschüchtert. Ich muss respektiert und geachtet werden für das, was ich bin. Aber dann lachst du ihnen ins Gesicht. Denn das sind kleine Jungs in kurzen Hosen. Schau dir diese Leute bei der TSA an. Hey Kollege, zieh deine Uniform aus. Wo ist deine Macht jetzt? Deine Macht ist in der Uniform, nicht in dir. Such dir einen anderen Job. Wo ist deine Macht? Weg. Sie ist in der Uniform, die nur eine Erweiterung des Staates ist. Eine Uniform ist wie ein weiteres elektromagnetisches Feld, das sie sich überziehen, und plötzlich sind sie mächtig. Zieh die Uniform aus und die Macht ist weg. In der Tat, das ist alles Symbolismus und Deckmäntel. Es gibt all diese psychologischen Studien, wo man Leute in verschiedene Outfits gesteckt hat und sie sich dann entsprechend benommen haben. Ja, und wenn du ihnen ins Gesicht lachst oder nicht eingeschüchtert bist oder ihnen das Gesetz zitierst, das du besser kennst als sie selber, dann kommen sie darauf nicht klar. Sie wissen dann einfach nicht, was sie tun sollen. Und die Art, auf die sie dann reagieren, denn es sind nur kleine Jungs in kurzen Hosen mit Gehirnen so groß wie Erbsen, ist, dass sie den verdammten Taser zücken, denn das ist oft das Einzige, was ihnen einfällt, wenn sie überhaupt reagieren. Denn ihre so wahrgenommene Allmacht wird dann in Frage gestellt. Deshalb passiert es, wenn man es mit Extremfällen solcher Leute zu tun hat, dass wenn sie ein Auto anhalten und der Fahrer nur nach dem Gesetz fragt, das in diesem Fall greift, dass sie dann direkt den Taser rausholen und den Fahrer zu Boden bringen. Das ist so, weil sie Computerprogramme sind und nicht wissen, was sie tun sollen, wenn es darum geht, in einer Situation angemessen zu handeln, basierend auf den augenblicklichen Tatsachen, den Informationen, mit denen sie direkt konfrontiert sind. Dazu braucht man Verstand und Bewusstsein, aber ein Computerprogramm funktioniert nicht so. Okay, David, ich will auch noch ein paar Anrufer zu Wort kommen lassen, aber was siehst du für das Jahr 2013, wo alles immer schneller wird? Wonach hältst du Ausschau? Was ist deine Prognose? Also weißt du, wir befinden uns in diesem Rennen, wie ich es symbolisch nenne. Ein Rennen zwischen zwei Dingen. Wird das Erwachen einen Punkt erreichen, an dem das Kartenhaus zusammenfällt, bevor das Kartenhaus so fest geworden ist, dass es sehr, sehr schwer wird, es zum Einsturz zu bringen? Deshalb versuchen sie panisch, das alles so schnell wie möglich umzusetzen. Denn weißt du, was wir jetzt sehen, ist nicht etwas, das sich in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit bewegt. Ich meine, du hast schon darauf hingewiesen, dass dieses ganze Orwellsche Zeug in all seinen Formen kommt, aber das Erwachen der Menschen beschleunigt sich auch. Und jedes Mal, wenn es schneller wird, wird es von einem höheren Ausgangspunkt aus beschleunigt, weil die Zahl der Menschen, die bereits dort sind, dann größer ist. Ich möchte gerne eine Analogie benutzen, denn ich denke, sie passt wirklich gut. Wenn man einen Damm hat, der Wasser zurückhält, kann es sehr lange dauern, bis das Wasser undichte Stellen im Damm verursacht und man tatsächlich sehen kann, dass der Damm nachgibt. Aber die Zeit zwischen dem Auftauchen der ersten undichten Stellen und dem Kollaps des Damms ist sehr viel kürzer als die Zeit, die es benötigte, um zunächst mal die undichten Stellen zu bewirken. Und bei dieser Unterspülung, der Offenlegung und der Überwindung dieser Sache befinden wir uns momentan, denke ich, am Ende des Anfangs. Wir hatten diese lange Phase, nachdem wir bei 0 angefangen haben, in meinem Fall bei 25 zu 0 hinten in Fußballsprache. Wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, an dem eine unglaubliche Zahl von Menschen auf unterschiedlichen Ebenen erwacht, verglichen mit der Zeit, als das alles anfing. Wir haben hinten gelegen und sind jetzt gleich auf. Ja, wir sind jetzt an diesem Punkt in dieser Analogie, wo man die Risse im Damm sehen kann. Jetzt müssen wir weiter Druck machen und nicht denken, dass es nochmal genauso lange dauern wird, um wieder so einen Effekt zu erreichen. Nein, die Resultate kommen jetzt schneller und schneller und schneller in immer kürzerer Zeit.
to have the same effect. No, the effect is going to get quicker and quicker and quicker in shorter amounts of time. Ja, jeder kann es sehen und fühlen, aber hier ist das Problem. Das Imperium wird zurückschlagen. Wie können wir also noch stärker mit der Wahrheit angreifen, um ihre nächste Attacke zu vereiteln, sodass wir uns an einen Punkt bewegen, an dem sie uns nicht erreichen können? Wie können wir sie ausmanövrieren? Nun, wir werden bewusst. Wir bewegen unseren Punkt von dem aus, wie wir die Dinge betrachten. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber das ist mir egal, denn es ist die Wahrheit. Wenn wir davon eingenommen sind, diese Menschen zu hassen, wenn wir uns dazu hinreißen lassen, sie physisch gewaltsam anzugreifen, dann spielen wir in ihrem Stadion. Verstehst du? Nehmen wir zum Beispiel, was sie in Griechenland gemacht haben, um dieses unglaubliche emotionale Trauma zu verursachen, in dem sich die Griechen befinden. Wenn du von den emotionalen Energien der Gewalt, der Angst und des Terrors und so weiter profitieren willst, dann ist es sogar noch besser, wenn die Bevölkerung mit Gewalt auf das reagiert, was ihnen angetan wird. Denn dann hat man die doppelte Menge dieser emotionalen Energie. Es stört sie nicht, wenn wir sie physisch angreifen, solange es nicht zu viele auf einmal tun. Das kümmert sie nicht, das ist für sie ein Picknick. Wir dürfen uns also nicht auf diese Ebene begeben, wo wir sie gewaltsam angreifen. Oh, das sehe ich ganz genauso. Sie wollen in den USA einen Bürgerkrieg vom Zaun brechen zwischen den Sicherheitsdiensten und der Bevölkerung. Aber stattdessen müssen wir rausgehen mit den Informationen, um die Programme aufzuwecken und sie wieder zu Menschen zu machen. Wir müssen aggressiv Menschen erreichen, um ihre Lakaien aufzuwecken, denn sie sind auch Opfer dieser Matrix. Der Punkt ist, dass wir nicht im Stadion der Gewalt und so weiter spielen dürfen, denn das ist ihr Stadion, das ist, was sie wollen. Wir müssen dieses Erwachen, diese Transformation dort durchspielen, wo es eigentlich herkommt, nämlich von der menschlichen Wahrnehmung der Realität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir Informationen über die geplante Agenda und was sie einführen wollen offenlegen, dass wir dann nie den Eindruck erwecken, dass das alles schon in trockenen Tüchern ist und genauso passieren wird. Das sind nur Informationen, um die Menschen darauf hinzuweisen, was geplant ist, sodass wir diese Dinge in ihrer Entstehung stoppen können. Wir haben die Macht, dies zu tun. Genau. Wir müssen sie erst auf der Ebene der drei Sinne aufwecken, sodass sie die Lügen um sich herum sehen. Dann können wir in der nächsten Phase zeigen, was wirklich passiert. Aus diesem Grund habe ich auch so viel Zeit damit verbracht, Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten. Und immer wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich auch beides gemacht. Denn ich denke, das eine ohne das andere ist ein Ungleichgewicht. Aber da gibt es dann diese Leute, die sagen, oh, lass mich in Ruhe mit der Verschwörung, das ist negativ. Aber nein, Wissen und etwas zu verstehen ist nie negativ. Unwissenheit ist negativ und die Haltung dieser Menschen, die Informationen ausblenden und von negativen Dingen nichts hören wollen, das ist nichts anderes als Realitätsflucht. In Ordnung, wir haben nur noch zwei kurze Abschnitte mit David, wir nehmen auch noch eure Anrufe, gleich geht's weiter. Er ist bei uns aus England, David Icke, und wir sind hier auf diesem Globus, der sich durch den Weltraum dreht. Es ist angeblich gerade das Ende der Welt, aber das ist es nicht. Wie schon gesagt, sie wollen immer, dass du denkst, dass es das Ende der Welt ist. Sie meinen das Ende der Welt für dich. Das Ende der Welt, in der du dein eigenes Schicksal kontrollierst oder daran glaubst, dass du einen Einfluss auf die Welt um dich herum hast. Die Sozialingenieure und Sozialtechniker wollen, dass du dich einfach nur hinsetzt und implodierst. Ich möchte noch ein paar Anrufe hören, die schon lange in der Leitung sind, aber David, du hast gerade ein Zitat für uns. Ja, nur eine Sache noch kurz vorher. Kurz vor der Pause habe ich über die sogenannte spirituelle Einstellung gesprochen, wonach man nicht über die negative Verschwörung reden soll. Das ist ein Ungleichgewicht, aber wenn wir nur über die Verschwörung auf der Ebene der fünf Sinne reden und nicht auch über all die tieferen Ebenen der Natur und der Realität, von denen aus die Realität der fünf Sinne verstanden werden kann, von einer höheren Perspektive, dann ist das ebenfalls ein Ungleichgewicht. Aber hier ist das Zitat vom großen George Carlin. Er sagte Folgendes: Hast du jemals über all die Leute nachgedacht, die wir umbringen? Es sind immer die Leute, die uns sagen, dass wir in Harmonie zusammenleben sollen und einander lieben sollen. Gandhi, Lincoln, Kennedy, Bobby Kennedy, Medgar Evers, Malcolm X, Martin Luther King, John Lennon, sie alle haben gesagt, versucht friedlich miteinander zu leben. Bam, Kopfschuss. Anscheinend sind wir noch nicht bereit dafür. Nun, wir sind bereit, George. Es ist nur so, dass diejenigen, die die Gesellschaft manipulieren, nicht wollen, dass wir dazu bereit sind. Denn das würde bedeuten, dass ihnen die Lebensenergie, von der sie sich ernähren, entzogen wird.
Und aus diesem Grund ist es ganz massiv im Zentrum dieser Revolution, dass man beginnt, einander zu lieben und sich umeinander kümmert. Nicht so wie, oh, ich liebe dich, und diese Art von Liebe. Ich meine eine wahre Liebe, die mehr so wie die Liebe ist, die man in einer Freundschaft sieht. Bedingungslose Liebe. Und Liebe in ihrem wahren Wesen wird immer aufrecht stehen und nicht weichen und nicht klein beigeben. Denn wahre Liebe wird immer das tun, von dem sie weiß, dass es richtig ist, ungeachtet der Konsequenzen. Denn etwas zu tun, von dem man weiß, dass es nicht wirklich richtig ist, ist einfach nicht kompatibel mit wahrer Liebe. Das ist die Macht, die diese Verschwörung zu einem Ende bringt. Nun, David, da gibt es aber diese Attrappe mit Obama, der überall Drohnenangriffe befiehlt und der auch sagt, dass Liebe die Antwort ist. Es gibt also immer diese Pseudo-Version, wo sie sagen, seid liebevoll, gebt eure Waffen ab, wir kommen in Frieden. Was hältst du davon, dass die chinesische Regierung mit Aussagen daherkommt wie, es ist Zeit, dass ihr einen Krieg gegen eure Waffenbesitzer beginnt. Es ist Zeit, die Waffen zu konfiszieren. Die russischen Medien sagen das Gleiche, auch dieser neue UN-Vertrag. Ich meine, diese Weltregierung ist quasi öffentlich. Und dann sind da diese bizarren, pseudoliberalen Talkmaster, die eigentlich monströse Eugeniker sind, die sagen, es gibt keine Weltregierung. Ich meine, wir haben einen Punkt erreicht, an dem die Regierung in der New York Times zugibt, dass sie Al-Qaida befehligt, die Väter erpresst, Selbstmordattentate zu verüben, weil sie sonst ihre Familien umbringen würden. Und sie sagen, ist das nicht toll? Ist es nicht gut, dass die CIA Menschen foltert, auch Kinder? Aber auf der anderen Seite muss man dann durchsucht werden, weil sich Al-Qaida am Flughafen vielleicht in deiner Hose versteckt. Und dann sagen sie, oh ja, Chinas Kommunisten besitzen unsere Staatsschulden und sie sagen, dass wir unsere Waffen abgeben müssen. Ich meine, das ist echt zu viel des Guten. Und was soll das, wo sie in hunderten von Zeitungen die Weltregierung ankündigen, aber wenn man dann darüber redet, sagen das Southern Poverty Law Center und die ADL, dass man ein Terrorist sein muss. Ich meine, was soll das? So eine Propaganda würde ich machen, wenn ich Menschen gegen mich aufbringen will, aber stattdessen funktioniert es bei den Leuten. Ja, dazu gibt es einiges zu sagen. Zuerst mal ist es eine Sache, wenn man den Menschen fast unterbewusst sagt, ja, wir wollen eine Weltregierung. Denn die meisten Menschen konzentrieren sich nicht wirklich auf die Fakten. Sie sehen sich eher ein flüchtiges Bild an. Es ist dann eine andere Sache, wenn man das Bewusstsein wirklich darauf aufmerksam macht. Die Leute sehen es in den Zeitungen inmitten von so viel anderem Zeug und sehen nur kurz Weltregierung und gehen dann gleich weiter. Oh, was gibt's sonst noch Neues heute? Aber wenn man sich darauf fokussiert, so wie du und ich und viele andere Menschen auf der Welt es tun, wenn man sich darauf konzentriert und sagt, hey, schaut, hier sind die Fakten, sie wollen eine Weltregierung, dann ist das etwas anderes, denn dann spricht man direkt mit dem Bewusstsein der Menschen. Man macht ihren bewussten Verstand darauf aufmerksam. Und dann können die Menschen anfangen, es zu sehen und das Bild zusammensetzen. Aber wenn man es immer nur im Unterbewusstsein hat, ist es irgendwie Teil eines Gewirrs von Informationen, das die Menschen permanent umgibt. Dann geht es einfach an ihnen vorbei. David, ich muss wirklich sagen, du bist echt erstaunlich, denn es gibt keinen, mit dem ich rede, der das wirklich versteht. Das wäre meine Antwort gewesen. Und das ist genau das, was sie tun. Sie haben dieses Hintergrundrauschen von Weltregierung, ja, wir sterilisieren euch, ja, Krebsviren in den Impfstoffen, ja, sie haben 60.000 Kinder in Indien Polio gegeben, die Bill Gates Foundation. Aber das ist nur eine Randnotiz, als wäre es nicht wirklich wichtig. Sie erwähnen diese unglaublichen Dinge, als wäre das alles gar kein Problem. Ja, die CIA foltert Kinder vor den Augen ihrer Eltern, um die Terroristen zu bekämpfen. Ganz genau. Sie machen das, um mein Unterbewusstsein damit vertraut zu machen. Aber wenn wir dann die einzelnen Punkte verbinden und sagen, das ist echt übel, dann sagen sie, oh, du verrückter Mensch, es gibt keine Weltregierung. Was du gerade gesagt hast, die Art, wie du es auf den Punkt gebracht hast, genau das ist es. Sie haben das auf die unbewusste Masse abgesehen. Ja, und der Punkt ist, wenn du in so einer Situation bist, wie du sie gerade beschrieben hast, und es dieses Hintergrundrauschen gibt, wenn du dich dann nur darauf konzentrierst, was du gerade tust, dann hörst du es vielleicht nicht. Aber wenn dann plötzlich einer zu dir sagt, hey, kannst du das Rauschen im Hintergrund hören? Dann hältst du inne und hörst hin und, oh ja, von diesem Moment an kannst du dich nicht mehr wirklich konzentrieren, denn du wirst dauernd dieses Hintergrundrauschen hören. Denn dein bewusster Verstand wurde darauf aufmerksam gemacht und deshalb hörst du dann, was du vorher nicht hören konntest. Genau dies geschieht durch Informationen. Und was Russland und China angeht, da habe ich auch eine ultramoderne Sichtweise. Ich habe bereits über die Archons gesprochen, die archontische Macht, die von Menschen Besitz ergreift. Das ist die Macht, die die Christen Dämonen nennen und so weiter. Das steckt dahinter. Diese Macht ergreift nicht nur von Menschen in den USA im Weißen Haus Besitz, sondern auch im Kreml, in Downing Street, in Westminster und in China.
Und um das zu wiederholen, selbst wenn du nicht an Gott, den Teufel und Spiritualität glaubst, wenn du dir ansiehst, was die Banker, wie sie ihre Masche durchziehen, sie spielen alle Nationen gegeneinander aus und machen für sich selbst Ausnahmeregelungen. Es sind also diese Globalisten, die überall am Ruder sind, in China, Russland, den USA, Iran, Israel, sie wiegeln uns alle gegeneinander auf, denn das Ziel ist, verletze die Menschheit, verdumme die Menschen, lass Kinder nie ihre wahre Intelligenz entwickeln, halte die Menschheit zurück. Selbst wenn es also nicht physisch real ist, das spielt keine Rolle, egal was diese dunkle Macht ist, sie ist manifestiert, um die Menschheit zu unterdrücken und zu zerstören. Diese Leute steuern die großen Nationen dieser Welt, die meisten Nationen. Nicht alle, aber sicherlich die große Mehrheit, mit vielleicht ein oder zwei Ausnahmen. Diese Leute spielen Russland und China gegen Amerika, Europa und die NATO aus, im Kalten Krieg und auch heute. Sie sind alle im selben Team, das ist, was man verstehen muss. Und interessanterweise hast du gerade noch etwas erwähnt, das Bankensystem. Ein gemeinsames Charakteristikum dieser Archons, Djinns und so weiter ist, dass sie Parasiten sind. Sie ernähren sich parasitär von der Energie, der Leistung und der kreativen Vorstellungskraft der Menschen. Der Teufel ist niemals ein Schöpfer. Nein, genau. Was habe ich also gerade beschrieben? Ich habe das Bankensystem beschrieben. Das Bankensystem erschafft nichts und es ernährt sich von der kreativen Vorstellungskraft und der Energie der Bevölkerung. Hier ist ein Beispiel, wie du schon sagtest. Es ist wie YouTube. Es erschafft selbst nichts. Du gehst hin und machst etwas, lädst deinen Inhalt dort hoch und dann wirst du behandelt, als wäre es ein Privileg, dort zu sein, obwohl es eigentlich total parasitär ist. Ja, und schau dir Facebook an. Es fordert ein gemeinsames Copyright auf alles, das du dort veröffentlichst. Es ernährt sich parasitär von der kreativen Energie der Menschen. Es ist archontisch. Das ist der Schlüssel, um das alles zu verstehen. Ich würde sogar noch weitergehen, denn sie sagen jetzt, sie besitzen es. Manche von ihnen, und du hast gar keine Eigentumsrechte. Ja, die alte Leier, es ist eine andere Version des Bankensystems. Es ist unglaublich, David. Ich erinnere mich, als ich vor 18 Jahren oder so das erste Mal eins deiner Bücher gelesen habe. Ich glaube, es war dein erstes Buch. Mein Cousin Buckley Hammond sagte, du musst das lesen, der Typ weiß, was los ist. Mein Cousin ist wirklich intelligent und ich habe es gelesen und ich sagte, einiges davon ist wahr, aber der Typ ist ein Spinner. Und du weißt, dass ich einige solcher Sachen vor 17 Jahren auf Sendung gesagt habe und ich habe mich entschuldigt. Das heißt nicht, dass ich dir uneingeschränkt zustimme, keiner von uns liegt immer richtig, aber ich weiß, dass du da definitiv etwas auf der Spur bist. Auch weil ich über diesen ganzen Okkultismus und so höre. Ich meine, als ich vor 12 Jahren in den Bohemian Grove geschlichen bin, war ich noch total naiv. Ich dachte, das wäre alles ausgedacht. Kanal 4 bezahlte mich, damit ich mich dort reinschleiche, weil sie selbst zu viel Angst davor hatten. Aber sie wussten, dass ich auch schon in Militärbasen geschlichen war, also dachten sie, dass ich das vielleicht auch tun könnte. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Eliten wirklich Teufelsanbeter sind. Wirklich, David, vor 12 Jahren wusste ich nicht mal das. Und seitdem habe ich da weiter recherchiert und herausgefunden, egal ob diese Dinge echt sind oder nicht, dass alle diese stinkenden Elitisten auf den höheren Ebenen, bei Skull and Bones und so weiter, glauben, dass sie mit gefallenen Engeln kommunizieren. Ja, das ist ein anderer Name für sie, absolut, das ist eine andere Bezeichnung für sie. Genau das ist, was ich meine. Leute, das ist belegt. Die Eliten glauben wirklich an diese Dinge. Egal, ob es echt ist oder nicht. Aus einer psychologischen Perspektive könnte man sagen, sie manifestieren diese Idee in ihrem Verstand und tragen sie von dort in die echte Welt. Aber es spielt keine Rolle, so oder so passiert es. Entschuldige, David, sprich weiter. Ja, es ist real, es ist echt. Und was sie tun, wenn wir über diese extremen satanistischen Rituale reden, wo sie direkt mit diesen Wesen interagieren, sie kreieren dort Energiefelder, die es diesen Wesen erlauben, in unsere Realität einzutreten. Ich habe mit unzähligen Menschen überall auf der Welt gesprochen, die Zeuge davon wurden. In den Ritualen der Geheimgesellschaften, zum Beispiel bei den Freimaurern, sind diese Rituale nicht nur zum Scherz da. Sie werden benutzt, um ein bestimmtes Energiefeld zu kreieren, um es diesen Wesen effektiver zu ermöglichen, Besitz von diesen Menschen zu ergreifen. Die große Mehrheit der Leute, die den Freimaurern und diesem Netzwerk von Geheimgesellschaften auf den unteren Ebenen beitritt, hat gar keine Ahnung und ist nicht bewusst Teil dieser Aktionen. Sie nutzen ihre Verbindungen dort vielleicht für ihre Geschäfte oder um in ihrer Stadt irgendwas zu erreichen oder so, aber sie erkennen nicht das größere Bild. Und wenn sie dann diese Rituale und so durchführen, sagen sie,
Oh nein, das sind nur alte Bräuche, wir halten nur die Tradition lebendig und so. Falsch. Der Grund, warum sie jetzt die gleichen Rituale durchführen, die sie auch schon vor tausenden von Jahren durchführten, ist, dass sie funktionieren. Sie produzieren das gewünschte Resultat, sie maximieren die Besessenheit dieser Leute. Und je mehr Menschen besessen sind, vor allem in der Politik und so, desto mehr diktieren und dominieren narkotische Wesen ihr Verhalten und ihre Entscheidungen. Und deshalb sieht man es, dass Menschen mit guten Absichten in die Politik gehen. Das passiert überall auf der Welt. Ich habe das in England selbst beobachtet. Leute, die wirklich etwas verändern wollen, und dann treten sie ein in diese Welt und man sieht, wie sie transformiert werden in alles und noch mehr, das sie eigentlich bekämpfen wollten. Denn diese Energie hat sie gepackt. Das ist, was passiert. Und aus diesem Grund arbeiten diese Leute als eine Einheit. Pädophilie wird benutzt, um die Lebensenergie des präpubertären Kindes abzuzapfen. Denn diese akustischen Wesen wollen diese Energie mehr als alles andere. Aus diesem Grund ist Pädophilie in diesen Blutlinien der Elite zusammen mit Satanismus so weit verbreitet. Es läuft am Ende immer darauf hinaus, wenn man es recherchiert. Und jetzt sieh dir die Sache mit Seville an. Ich meine, du sagtest schon vor 10 Jahren, dass er darin involviert war, was du von deinen Kontakten bei der BBC wusstest, wo du gearbeitet hast. Und jetzt ist das in den Mainstream-Nachrichten. Und er ist der beste Kumpel der königlichen Familie gewesen und sie finden andauernd Leichen von Kindern und Frauen auf den königlichen Wohnsitzen und das wird immer unter den Teppich gekehrt. Die königliche Familie sind praktizierende Satanisten. Abgesehen davon, am Buckingham Palace anzuklopfen, das ihnen ins Gesicht zu sagen, hätte ich es nicht öfter und nicht an mehr Orten in diesem Land sagen können. Sie sind praktizierende Satanisten, sie sind Kindermörder. Und was sagt die Bibel? Dort steht, dass das Königtum der Erde seine Macht vom Teufel bekommt, dass sie seine Lakaien sind. Genau darum geht's, Alex. Warum sind sie die königlichen Familien? Sie reden vom Gottesgnadentum. Was ist das Gottesgnadentum aus ihrer Perspektive? Es sind ihre Gene, es ist die DNA. Deshalb ist heute eine Frau Staatsoberhaupt und an der Spitze der echten Machtstruktur in diesem Land, die dort nur wegen ihrer Blutlinie ist. Und die Familien des östlichen Establishments in den USA sind die gleichen Blutlinien, wie die europäischen Aristokratie und ihre Finanz- und Wirtschaftselite. Sie sind von der gleichen Blutlinie. Es ist nur so, dass manche eine Krone tragen. Aber die Menschheit hat einen Punkt erreicht, wo sie genug davon hatte. Also sind sie von Kronen und Diademen auf dunkle Anzüge umgestiegen. Und das ist alles, was sich geändert hat. Sie sind immer noch die gleiche Blutlinie. Und der Grund, warum man sie königliche Blutlinie nennt, ist, dass es eine Hybridblutlinie ist. Sie unterscheiden sich genetisch vom Rest der Bevölkerung. Wenn man sich die alten Beschreibungen dieser Leute ansieht, egal ob die Herrscher in China oder wo auch immer, es heißt überall, dass sie speziell sind, weil sie die Nachfahren von denen sind, die man als Götter ansah. Sie sind genetisch mit ihnen verbunden. Aber das ist nicht göttlich, so wie die meisten Menschen diesen Begriff verstehen würden. Nein, nachweislich dreht es sich dabei um deren Götter, die sie anbeten, diese akontische Macht. Zu denen, sagen sie, sind sie eigentlich verbunden. Und daher nehmen sie sich auch das Recht zu herrschen. Wenn man nun wirklich das Wesentliche dieser ganzen Verschwörung benennen will, dann geht es darum, was diese paar Zentimeter im Inneren deines Gehirns kontrolliert. Denn wenn sie das tun, indem sie deinen Sinn für die Realität programmieren, dann nimmt man in seiner individuellen und kollektiven Erfahrung das wahr und manifestiert das, wozu sie einen programmiert haben, dass man es wahrnimmt und manifestiert. Genau. Sie haben bewiesen, dass Menschen Erbauer, Designer und Schöpfer sind. Also programmieren sie uns einfach, das zu erschaffen, was sie wollen. Etwas Spirituelles ist im Gange, etwas auf einer Ebene, die wir nicht wirklich fassen können, um es allgemeinverständlich auszudrücken. Sie wissen, dass es einen sechsten Sinn gibt. Das wurde wissenschaftlich bewiesen. Man weiß, dass Vögel und so es Tage vorher wissen, wenn Hurricanes und Erdbeben kommen. Sie haben diese Zellen im Gehirn, die magnetische Informationen aufnehmen. Es wurde bewiesen, dass auch Menschen diese Zellen haben. Man weiß, dass Vögel diesen magnetischen Linien folgen. Und dann findet man heraus, dass all diese alten Kulturen ihre Tempel auf diesen Linien gebaut haben. Diese Kulturen wussten also, was jetzt vor uns verborgen wurde. Andrew Novell spricht auch über diese Dinge. Und es ist egal, ob du an Magie glaubst oder nicht. Diese Dinge gibt es und sie funktionieren. Aber ganz gleich, was es damit genau auf sich hat und ob es sie wirklich gibt oder nicht, sie glauben daran. Die Realität, in der wir leben, ist nicht nur aus Fleisch und Blut. Es ist eine holographische Realität.
Es ist eine illusorische Realität. Und ich bin nicht der Einzige, der das behauptet, wenn man sich zum Beispiel die Quantenphysik ansieht. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich habe es schon seit einer langen Zeit gesagt, und das mag erstaunlich klingen, dass unsere Realität tatsächlich das Äquivalent eines virtuellen Computerprogramms ist und dass unser Verstand und unser Gehirn mit künstlichen Informationen gefüttert werden, woraufhin wir dann diese Scheinrealität wahrnehmen. Jetzt, viele Jahre später, sagt ein Team von Wissenschaftlern von der Universität Bonn in Deutschland, dass sie genau das annehmen. Und sie erschaffen eine Version des Universums, um es zu beweisen. Sie sagen, dass wenn man sich die Gesetze der Physik ansieht, an die wir momentan glauben, dass es dann basierend auf diesen Gesetzen Sinn macht und dass wir uns tatsächlich in so etwas wie einem High-Tech-Computerprogramm befinden. Die Welt ist also anders, als wir allgemein annehmen. Daher ist es so wichtig, dass wir, während wir natürlich auch notwendigerweise mit der Realität der fünf Sinne interagieren, dass wir uns auch das größere Bild ansehen, um es wirklich zu verstehen. Wenn wir uns den Planeten ansehen, der dritte außerhalb der Sonne, mit einer hauchdünnen Atmosphäre, so dünn wie die Haut eines Apfels, in der sich Sauerstoff befindet, den wir atmen. Ich meine, wir befinden uns mitten in einer fantastischen Existenz und 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten empfangen ihre Realität hauptsächlich von einem künstlichen Fernseher, der die Dinge verdreht und verzerrt. Und wenn man sich die Botschaften ansieht, sie sind so destruktiv. So viel davon dreht sich um Negativität und Hässlichkeit. Und ich verstehe das so, dass uns das schwächen soll. Denn es wurde bewiesen, dass wenn wir Schönheit und Liebe und Ehre sehen, dass das unseren grundlegenden Intelligenzquotienten steigert, sodass wir dann bewusster unseren Horizont erweitern. Zwei Sachen an dieser Stelle, Alex. Weißt du, was sie auch noch in den gnostischen Texten über die Archons sagen, ist, dass sie Hässlichkeit erschaffen. Du hast recht. Ja, Hässlichkeit überall. Wir haben jetzt Scott aus Florida in der Leitung. Er möchte David Icke etwas über Teufelsanbetung fragen. Schieß los, Scott. Hey, ich war schon eine ganze Weile in der Leitung. Mittlerweile habe ich eine andere Frage. David, ich bin ein großer Fan. Ich habe deine Bücher gelesen, seit ich 15 war. Ich bin jetzt 22. Ich will nur kurz meine Fragen stellen und bin dann wieder weg. Nummer 1, welchen Rat würdest du dem Durchschnittsmenschen geben? Ich meine vielleicht nicht dem Durchschnittsmenschen, weil wir nicht Durchschnittsmenschen sind, aber welchen Rat würdest du den Menschen geben, wenn man seinen Mitmenschen helfen will, sich daran zu erinnern, woher die Menschheit eigentlich kommt und um diesen Punkt zu erreichen, an dem man bewusst mit seinem wahren Selbst verbunden ist? Denn wir wissen alle, dass die Liebe einen niemals sitzen lässt. Die andere Frage ist, was können wir tun, um aktiv zu werden, zum Beispiel auf Facebook? Ich habe eine Facebook-Seite erstellt, ich will den Namen nicht sagen, aber ich erreiche dort fast 1 Million Menschen. Das ist wirklich fantastisch. Also was ist jetzt deine Frage an David? Einfach kurze Fragen bitte. Im Wesentlichen, welchen Rat würdest du den Durchschnittsmenschen geben, um die Menschheit wieder mit ihrem Bewusstsein zu verbinden? Und ich wollte auch wissen, ob du die Produkte von Youngevity kennst, denn ich weiß, dass du vor Jahren an rheumatoider Arthritis gelitten hast. Und ich weiß, dass Joel Wallach und andere darüber gesprochen haben. Ja, viel ist auf einen Mangel an Vitaminen und Mineralien zurückzuführen. Ich sollte David auf was davon schicken. David, was ist der einfachste Weg, um jemanden aus seiner Trance aufzuwecken? Also das hängt wirklich von der Person ab. Ich meine, alles, was du tun kannst, ist, Leute mit Informationen zu konfrontieren. Auf die einfachste Weise. Nicht aggressiv. Versuch nicht, sie zu überzeugen. Biete ihnen einfach nur die Möglichkeit, sich eine andere Version der Realität anzusehen. Und dann können sie damit machen, was sie wollen. So einfach ist das. Persönlich denke ich, dass der Schlüssel auch darin liegt, damit aufzuhören, seine eigene Identität mit seinem Namen, seinem Job oder seiner Lebensgeschichte gleichzusetzen. Das ist deine Erfahrung. Das ist deine Erfahrung für 3 Schuljahre oder 10 oder was auch immer, innerhalb eines winzigen Schwingungsspektrums, das wir sichtbares Licht nennen. Das bist nicht du, das ist deine Erfahrung. Du bist ganz nur das Bewusstsein, das eine Erfahrung hat. Wenn du jetzt, und ich weiß das aus persönlicher Erfahrung von vielen anderen, wenn du jetzt diesen persönlichen Beobachtungspunkt bewegst, von ich bin Fred Jones, hin zu ich bin grenzenloses Bewusstsein, das eine Erfahrung als Fred Jones hat, dann bist du in dieser Welt, weil du mit ihr interagierst. Physisch, wenn man so will. Aber du bist nicht von dieser Welt, wie du sie wahrnimmst.
of this world in terms of the point of observation. Everything changes then, Alex. Und alles wird dann anders, alles verändert sich. Dein Sinn für deine persönliche Macht explodiert geradezu, wenn du das tust. Your sense of personal power absolutely explodes when you do that. Und das ist die große Perspektive. Grundlegend ist es einfach so, wenn man niemandem Informationen gibt, dass diese Person nicht immer gleich auf der Stelle aufwacht. Es ist wie mit dem Damm, den David beschrieben hat. Er hat vielleicht noch nicht mal Risse, aber er wird kollabieren. Versuch einfach weiter, Leute aufzuwecken und geh weiter. Und mach dir nicht so viel Sorgen über die Präprogrammierung, mit der du dann konfrontiert wirst. Das zeugt einfach davon, dass die Menschen betrogen wurden. Sie wurden programmiert. Lass dich davon nicht runterziehen. Lass es nicht an dich heran. Gib ihnen deine Informationen, als wenn sie Patienten wären, und dann geh weiter zum Nächsten. Jay in Florida hat eine Frage über 2012. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Bruder. Leg los. Ich denke, mit der Zeit werden sowieso mehr und mehr Menschen aufwachen wegen all diesen Dingen, die tatsächlich passieren. Es wird immer offensichtlicher. An David Icke, was denkst du über diese 2012-Sache? Ich sehe sehr viel darüber im Fernsehen. Sie drücken es einem quasi ins Gesicht. Sie wollen, dass wir denken, dass die Welt endet. Entweder das oder... Und hast du bemerkt, sie tun das zusammen mit der Sandy Hook-Sache, die zu einer weltweiten Hysterie aufgebauscht wurde. Diese Idee, dass deine Kinder nicht mehr sicher sind und nur der Staat sie beschützen kann. Das ist alles koordiniert. David, was meinst du? Nur kurz zu Sandy Hook. Das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber ich denke, das ist wichtig. Satanismus ist eigentlich Saturnismus. Eins der wesentlichen Dinge, die sie tun, ist, dass sie diesen Planeten anbeten, den Saturn, der eigentlich ein Zwergstern ist. Und in dem Zeitraum, den wir heute die Adventszeit nennen, hatten sie im alten Rom die Saturnalien, wo sie ihren Gott Saturn angebetet haben, genauso wie die Griechen den Gott Saturn als den Gott Kronos angebetet haben. Und in dieser von Symbolismus und unterbewusster Manipulation besessenen Welt, in der diese Leute arbeiten, ist es absolut kein Zufall, dass die NASA gestern ein grotesk dunkles Bild vom Saturn veröffentlicht hat, mit der Anmerkung, dass damit das Fest von 2012 gefeiert werden soll, was für sie die Saturnalien von 2012 sind. Und diese Periode, durch die wir uns jetzt bewegen, auf Weihnachten zu, ist eines der großen Rituale im Satanismus. Ich habe ein paar kurze Verbindungen gezogen bezüglich Weihnachten und ein paar anderen Dingen, nur um zu zeigen, wie tief das alles geht. Und all diese Dinge sind da, um unser Unterbewusstsein zu programmieren, ohne dass wir es mitbekommen. Der Gott Saturn wurde in Griechenland Kronos genannt. Kronos ist das Wort, aus dem später das Wort Krone wurde, die Krone der Könige. Kronos wird als alter Mann mit langem weißem Bart dargestellt, der eine Sense und den Sand der Zeit in den Händen hält. Denn er war auch der griechische Gott der Zeit. Deshalb ist Kronos, der Saturngott der Griechen, der, den wir Old Father Time nennen, der auch ein alter Mann mit langem weißem Bart in einer Sense ist. Eine andere Erscheinungsform davon ist der Sensenmann. Ich würde sagen, Saturn ist der Planet oder die Sonne des Todes und Gevatter Tod hält die Sense. Und man hat also diesen langen weißen Bart und der Weihnachtsmann hat auch diesen langen weißen Bart und in den Darstellungen von Gott, wie er auf einer Wolke sitzt oder was auch immer, in der Charlton Heston Version, da hat er auch einen langen weißen Bart. Oder beim Matrix-Film, da gibt es diese Person, die Matrix erschaffen hat, den Architekt, der hat auch einen weißen Bart. Und die Freimaurer nennen ihren Gott den großen Architekt und die Gnostiker nannten den, den sie auch den Demiurgen nannten, den Führer, ihre Version von Satan oder den Teufel, den Anführer der Archons, sie nannten ihn auch den großen Architekt. Das ist alles verbunden und spricht dauernd zu unserem Unterbewusstsein. Aber hier ist der springende Punkt, sehr wichtig. Sobald du dieses Wissen bewusst in deinem Verstand hast, sobald dein Bewusstsein darauf aufmerksam geworden ist, verliert es seine Wirkung. Es ist genauso, wie wenn man jemandem eine unterschwellige Werbung zeigt und diese Person es nicht erkennt. Wenn man dann auf diese unterschwellige Botschaft hinweist, werden sie immer, wenn sie diese Werbung sehen, direkt diese unterschwellige Botschaft wahrnehmen, die sie zuerst nicht sehen konnten, denn das Bewusstsein wurde darauf aufmerksam gemacht. Und genau das machen wir hier mit diesen Informationen. Ich wünsche dir schöne Feiertage, Alex, war großartig mit dir zu reden. Also ich weiß zumindest so viel, dass die ganze Bibel an vielen Stellen Fälschungen enthält.
Wir wissen, dass der 25. Dezember nicht der Geburtstag von Christus sein kann, und wir wissen, dass Kirchtürme Phallus-Symbole sind und so weiter. Aber da sind wir und bringen unseren Kindern bei, dass der Weihnachtsmann echt ist. Sie haben letzten Monat einen Mann in Kanada verhaftet, der Kindern und ihren Eltern erzählt hat, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist. Das zeigt, wie sehr es uns beigebracht wird, Mythen zu leben und an sie zu glauben, und wie die Medien und die Regierung mit Attrappen und Fälschungen daherkommen, um die Wahrheit zu verschleiern. David Icke, vielen Dank für deine Zeit. Großartiges Interview. Ich freue mich darauf, im neuen Jahr mit dir zu reden über dein neues Buch, wenn es rauskommt. Alles klar, danke Kumpel, alles Gute. Dir auch, danke David Icke, starkes Interview.